Föp. Föp. Ja, ihr seid so eine Herausforderung als Feinde. Yeah. Seelen. Und da unten. Seelen. Seelenrelikt. Ja, und da kommt ihr auch wieder dazu. Alles schön und gut. Overkill. Ach, ich hab dich vergessen. Tut mir leid. Ach, je. Überhaupt nicht repetitiv. Repetitiv bedeutet wiederholend. Öffnet die Tore. Nichts passiert. Ja, man merkt. Also so dieses ganze Geschnetzelzeug und so, dagegen habe ich nichts, ne? Ich finde das eigentlich schon ganz lustig. Nur ich finde, hier ist so überhaupt keine Abwechslung. Ich hänge an der Wand. Bitte erlöse mich. Gold. 10 Gold habe ich erhalten. Famos, famos. Denn ohne Moos nichts los. Bam, wenn das nicht mal eine Combo war. So. Du musst auch noch weg. Ach ja, haufenweise Pop-Ups wieder mal. Ihr müsst alle verschwinden. Ist völlig egal, was wir aufnehmen. Magisches Pulver. Seelenrelikt. So, und jetzt kommt nächster Boss. Wenn besiegt, diese komischen Fische. Overkill über 100. Ob gut, ob schlecht, mir ist es recht. Schauen wir uns dies doch an, was der Schokozwerg so kann. Er rennt herum mit seinen Schwertern, eine Falle. Okay, dass es so schnell runterkommt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wenn ich schnell genug durchlaufe, passiert mir schon nichts. Naja, aber falsch gedacht anscheinend. Ihr habt es ja gesehen. Es war eine dumme Idee, einfach durchzurennen. Naja, aber ein Schokozwerg hat leider auch kein Gehirn, ne? Bam, bam. Oh, man kann den auch die Gliedmaßen abmachen. Okay, auch interessant ist, dass die Gegner in der Luft hängen bleiben können. Zap, zap, zap. Hände im Gelände. Du bist tot. Und dir schneide ich auch die Wurzel ab. Na, weg mit dir. So. Schnapp ich das, was rechtmäßig mir gehört. So, wer kennt die Referenz? Wer kennt das Originalspiel? Hm, kann es mir jemand sagen? Das Spiel ist schon ein bisschen älter und es ist eine recht große Reihe, recht lange Reihe. Und eigentlich auch recht bekannt. Es hat etwas mit Adelsgeschlecht zu tun. Es ist ein Zitat aus einem, zumindest in dieser Version, einer Trilogie. Es hat mit dem einst Osmanischen Reich zu tun. Hey! Und der Grafikfehler ist nicht mehr da. Du stehst ja immer noch.
Wer hat dir das erlaubt? Unglaublich. Awesome. Geht doch. Endlich mal eine schöne Kombo hinbekommen. Hochgeschleudert. Zerbrochene Pfeile bekommen. Ja, das ist ja so not random, ne? Das ist ja so schön episch. Und dieses Gebiet ist für uns auch völlig neu. Und mit völlig neu meine ich, das kennen wir überhaupt nicht. Da waren wir zuvor noch nie gewesen. Oh ja. Ich lasse dir jetzt erstmal alles spawnen. Schön. Ach so, die spawnen erst nacheinander, wenn ich die alle schon umgebracht habe. Ey, einer hat mich getroffen. Miese Sau. Miese Sackratte. Naja, ihr seid nun alle tot. Euch hat es nichts gebracht. Ich bin stärkster Mensch auf ganze Welt. Ich bin Schokozwerg. Schokozwerg ist unbesiegter Kämpfer. Immer diese komischen Seelen. Oder was es darstellen soll. Naja, noch eine Seele. Richtet sich hin. Es sind Feinde. So, was ist dies? So, und jetzt kommt der Boss. Papa ist zu Hause. Ui, es ist sogar eine Seele. Das Doofe bei diesen Teilen ist nur, au, dass ich nicht sehe, wann die angreifen. Das sieht ekelhaft aus. Wieso kam es nicht so ein super tolles Foto? Hab ich schon erwartet. Ich meine, da stand Boss. Boss in Motion. Aber daraus ist ja irgendwie nichts geworden. Auf ins nächste Gebiet. In die nächste Ebene. In die nächste Ebene. Das kennen wir doch auch. Wer bist... Ach. Jetzt darf ich da nicht mal hoch. Mein Gott, ist das Spiel linear. Ich habe noch eine Idee. Kommt mal her. Bäm, das geht ja so. Und jetzt ist er sauer. Ja, komm, dreh dich um. Du bist groß und episch und stark. Ja, weißt du, ich bin nur hier, um dein Volk zu untersuchen. Okay, jetzt wäre es allerdings schon interessant. Da ist er. Hossa. Jetzt wäre es schon interessant zu wissen, wo ich Lebenspunkte finde.
Warte, Moment, ich hab doch den Heiltrank, ne? Gluck, 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 ist ein frisches Diebels. Eieiei. Der geht ja ohne Rücksicht auf Verluste hier ran, ne? Moment, mal zwei, der hat zwei Lebenslinien. Das ist aber... Wasser. Ich nehme mir das mal, ne? Ja, ist gut. Hab dich auch lieb, ne? Ja, komm, komm, komm. Wams. Au! Das ist ein Kampf mit Waffen, nicht mit Füßen. Das ist unfair. Dann wage es nicht. Huch. Wie bin ich dem ausgewichen? Sehr interessant. Au! Meine Rüstung ist zerbrochen. Ich laufe in Unterhose rum. Bitte nicht. Das will ich doch keinen zumuten hier. Das ist doch... schlimme Sache. Nein! Na super! Mies! Okay, hierfür wäre es wahrscheinlich schon besser gewesen, hätte man... zertritt einfach die ganze Einrichtung. Hier wäre es wahrscheinlich schon besser gewesen, hätte ich da noch ein paar Mitspieler gehabt. Ja, diesmal nicht, Kollege. Ich habe keinen Bock, dass du mich rumkickst wie so ein Spielball. Wow. Zack, bing, buff. Au. Mein Helm ist zerbrochen. Ja, verdammte Scheiße. Komm, komm, komm. Sam, sam, sam. Ah ja, aber... ich meine, was hat der Besonderes? Außer, dass der viele Lebenspunkte hat und zugegebenermaßen sehr viel Schaden drückt. Eine besondere Art und Weise vom Boss ist das nicht. Ich muss keine besondere Art... von Technik benutzen. Ich muss keine Schwachstelle von ihm finden. Denn die Schwachstelle von ihm ist einfach. Er kloppt und ich schneide ihm seinen Hintern auf. Jetzt, der macht seine ganze Einrichtung kaputt. Oder ist das überhaupt seine Einrichtung? Das ist ja die große Frage, liebe Leute. Das kann uns keiner sagen. Ach, komm schon. Du bist doch schon so gut wie tot. Und ich hänge in dir fest. Das sollte auch in einer... in dem vollendeten Spiel nicht passieren. So, ich hänge im Gegner fest. Das ist nicht nett. So, jetzt wurde ich zumindest rausgedrückt. Bitte, danke. Ach, Mensch. Was? Wie viel Schaden macht das? Hätte ich das mal früher gewusst, Kollege. Bam! In die Nüsse! So sind die epischen Wolfschreier entstanden. Na, Gnolle sind keine Wölfe, das ist klar. Allerdings ein bisschen Ähnlichkeit haben sie ja schon mit... wolfartigen... hündischem Getier. Um es, naja, diplomatisch auszudrücken, oder? So, tropfst du für mich noch irgendetwas? Du hast meine Ausrüstung kaputt gemacht. Gib mir deine. Ich zerschnitzel dich und nehme sie mir. Jetzt ist die Wertung aber bestimmt für den Arsch, oder?